So, servus, also im Moment gerade Live-Videos gehen nicht. Ich muss noch mal die Software runterladen, beziehungsweise neu laden, neu installieren. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ich bin jetzt ein bisschen leiser, weil ich ja jetzt mitten in der Nacht, also am frühen Morgen um 4 Uhr, die Kamera mal ein bisschen näher machen. Um 4.43 Uhr bin ich hier jetzt gerade und mache das Video. Das ist auch schnurzpiep egal, auf jeden Fall. Ich hoffe, man versteht mich gut, hört mich gut, hat die Kamera so gut justiert, wie es geht. Es ist aber auch egal, weil man sieht mich ja, man kann mich klar und scharf sehen. Also mir ist gerade was eingefallen und ich dachte, ich mache das noch fertig, sonst fällt es mir nicht mehr ein. Und zwar geht es um das ganze Mindset-Einstellungsthema zum Thema Training, also allgemein dieses Kopf- und Körperthema, also gerade beim Training ist es sehr wichtig, dass wenn wir trainieren, dass wir nicht nur den Körper trainieren, sondern auch den Kopf. Und wir alle wissen, wenn wir ordentlich trainiert haben, wenn wir, also die meisten, die ein Workout machen, für die, wo es nicht machen, die wissen es vielleicht noch nicht. Also du fährst Fahrrad, hast du das Gefühl, dann weißt du, was ich meine. Es geht im Allgemeinen um die Psychologie, den Hintergrund der körperlichen Fitness, weil wenn du es hier hast, hast du es noch lange nicht da. Und das ist sehr wichtig zu wissen. Wenn ihr was über Disziplin und so weiter mal gelesen, gehört habt oder geschaut habt, dann wisst ihr sicherlich, dass es dass wir im Prinzip immer von Null anfangen. Also wir müssen immer quasi, also die meisten Leute, die es wirklich wissen wollen, die wirklich mehr Fragen haben, die gehen da in das Thema näher rein. Die wollen das ganze Thema wirklich bewusst nehmen. Und ja, ich bin jetzt gerade frisch geduscht. Ich habe jetzt, ich gehe jetzt im Prinzip immer irgendwann so ganz früh morgens duschen, weil ich ja mehr oder weniger die Nacht wach bin. Ist aber nicht weiter schlimm. Am Tag schlafe ich dann halt. ja. Was soll ich noch sagen? Also das Ding ist, ich wurde schon von einigen Leuten im Gym angesprochen, also Trainer. Und die meinten immer ja so, weil ich sag mal so, ich mach's, also auf der Seite, wo ich stehe, machen die Leute es immer so, dass sie tief in die Materie eintauchen und dann das, was sie brauchen, rausholen und den Rest mitnehmen. Was meine ich damit? Also die sagt, zum Beispiel eine Trainerin sagte zu mir, also mir wäre das zu viel Materie, mir wäre das zu viel Lesestoff, nicht, dass du da von dem Lesestoff dich ablenkst vom Training. Ich sag mal so, ich lese ja Bücher, also das habe ich jetzt nicht griffbereit, aber ich lese ja ein Buch zum Training, also ich nehme das ja mit. Es hat, glaube ich, über 200 Seiten oder sowas, ist ein kleines Buch, aber hat, also relativ klein, das ist auch ein gutes Format jetzt, habt ihr auch schon letztes Mal in einem Video gesehen. Der Weg zur Disziplin oder Joe Manganiello, extrem fit. Da sind beides mal Workouts drin. Beim einen, Joe, ist es, beim Joe Manganiello ist es wirklich ein 6-Wochen-Programm durchgetaktet, also da hast du wirklich von A bis Z alles, was du brauchst. Plus noch so Einkaufsliste und alles, was dazugehört. Nochmal zu erwähnen, wenn jemand eine fertige PDF haben will von dem Trainingsplan und die Ernährungsliste, und zwar so, wie man sie anwenden sollte, dann lass mir eine Nachricht da in den Kommentaren. Ich schreibe dir dann zurück und melde mich dann irgendwie. Wir werden schon einen Weg finden, wie man sich in Kontakt halten kann. Und dann bekommst du diese Liste zugeschickt. Auf jeden Fall ist das Thema bei diesen Büchern so, ich lese diese Bücher, geduscht und schon wieder direkt da. Also ich lese diese Bücher, um mir wirklich diesem Autor bewusst zu werden, was er wirklich meint. Denn wenn du das Workout hast und du bist jetzt jemand, der sozusagen erst anfängt oder der schon länger im Training ist, dann kann es sein, dass du dir denkst, okay, wie soll ich jetzt trainieren? Also wie bewusst soll ich den Trainingsplan wahrnehmen? Soll ich es eher, ich habe keine Lust, aber ich mache es trotzdem. Ich habe keine Lust, aber ich ziehe das voll durch jetzt. Ich gebe da voll die Power rein. Oder ich habe keine Lust, aber ich habe mein Ziel. Ich mache das jetzt verdammte Scheiße nochmal. Ich hau da jetzt voll rein. Du siehst schon drei unterschiedliche Arten, das Training zu beginnen.
Und deshalb lese ich diese Bücher immer. Und ehrlich gesagt, ich schaue mir nicht immer irgendwelche Videos an, weil am Anfang habe ich mir zum Beispiel, bevor ich die ersten Bücher geholt habe, so Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, finanziell, Geschichte auch, habe ich dann, also Bodo Schäfer, Denke nach und werde reich und so weiter. Bodo Schäfer, Die erste Million in 7 Jahren. Okay, ich bin jetzt, glaube ich, vom Titel bis abgewichen. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Und okay, Mist, das ist jetzt wahrscheinlich das erste Video, wenn's